Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu meiner Wenigkeit, der Sky und in meinem Unreal Engine 4 Tutorial. Heute geht es um diesen wunderbaren Fehler. Texture Streaming Pullover. Ich habe das Bild aus dem Unreal Engine Forum genommen und das kommt hier von dem Automotive Material Pack oder Automotive Material Pack, was auch immer. Auf jeden Fall, dieser Fehler entsteht dadurch, dass wenn ihr zu viele Texturen habt oder Materials, die eine zu hohe Auflösung habt und ich sag mal, das hier überschreitet, was ihr in der Szene habt, die Einstellung eurer Engine. Beispielsweise kann es sein, dass ihr eine 8 GB Grafikkarte habt, aber in der Engine ist standardmäßig, ich glaube 1000 bis 2000 MB, also 1 bis 2 GB Grafikspeicher eingestellt und ist darauf limitiert. Habt ihr jetzt zum Beispiel 1000 MB Speicher da reserviert für die Engine und jetzt überschreitet ihr diesen 1000er Wert, dann wird hier oben angezeigt Texture Streaming Pullover 27,33 MB in dem Fall und dann werden manche Texturen hier unter Umständen verschwommen oder in einer niedrigen Auflösung angezeigt. Um das zu beheben, klicken wir hier oben links auf Window, dann gehen wir auf Developer Tools, klicken dann hier auf Output Log und dann startet ja hier euer Output-Block, wo alles drin steht, was ihr in eurem Projekt gemacht habt. So, jetzt können wir hier oben den Fehler, der jetzt bei mir nicht angezeigt wird, weil bei mir das schon behoben ist, ganz easy peasy editieren, indem wir hier unten eingeben r.streaming.pool. Poolsites. Und jetzt wird hier direkt angezeigt r.streaming.poolsites. Darauf klicken wir. Jetzt drücken wir mal Eingabetaste. Ich mache das Ganze nochmal, indem wir den Log clearen. So, machen wir es nochmal. Und jetzt steht hier bei mir r.streaming.poolsites gleich 3000. Das steht für 3 GB. Wenn da 2000 stehen würde oder 1000, wäre das 1 GB oder 2 GB entsprechend. Das ist deswegen, weil ich das schon bei mir umgestellt habe. Und dann, wenn ihr das umstellen könnt, klickt ihr jetzt hier unten auf das Konsolenfeld. Tut jetzt erstmal Pfeiltaste nach oben klicken, damit das letzte Kommando wiederkommt. Tut eine Leertaste hier zwischen machen und gebt jetzt euren Lieblingswert ein. Zum Beispiel, ihr wollt jetzt 3 GB Grafik speichern, dann gebt ihr ein r.streaming.poolsites und dann einfach Leertaste 3000. Und schon wird das auf 3000 gesetzt. Das ist das temporäre oder die temporäre Lösung. Das könnt ihr immer machen, wenn das hier oben steht. Könnt ihr das immer hier über Window und dann Developer Tools und dann ganz easy unter Output Log einfach einstellen. Ganz, ganz einfach. Um das temporär zu lösen, können wir aber natürlich auch anders vorgehen. Wir gehen jetzt erstmal auf unseren Ordner, wo wir unsere Engine installiert haben. Also nicht unser Projekt erstellt haben, sondern die Engine installiert haben. Bei mir wäre das L, Unreal Engine und dann habe ich hier UE-4.22 oder 23. Ich gehe jetzt mal auf die 4.23. Bei euch würde da UE zum Beispiel 4.24 stehen. Dann gehen wir hier auf Engine, dann gehen wir auf Config. Und jetzt suchen wir uns hier raus, ganz, ganz weit unten, Base Scalability.ini. Jetzt machen wir Rechtsklick hier drauf und öffnen das mit Edit with Notepad++. Ihr könnt es auch mit einem Editor öffnen, spielt keine Rolle. Nur hier ist eine schönere Übersicht. Und jetzt gehen wir hier oben links auf das Suchfeld, klicken auf Suche und geben jetzt einfach mal hier ein r.streaming. Ups, jetzt habe ich ein Leerzeichen dazwischen gemacht. r.streaming.pool. Suchen das hier raus. Und es steht hier in der Seite Texture Quality at 0, Texture Quality at 1, 2 und 3. Das sind die ganzen schönen Texturauflösungs. Soll ich sagen, Stufen. So, jetzt steht hier zum Beispiel ist r.streaming.poolsites 400. Das hier editieren wir nicht, das hier editieren wir nicht, das hier editieren wir nicht. Und die 1000 hier hinten bei der Texture Quality Stufe 3, also R3, editieren wir auch nicht. Wir gehen runter zu Texture Quality at Sign. Also das Maximalste vom Maximalsten, die beste Qualität. Und hier unten steht jetzt r.streaming.poolsites gleicht. Und bei euch steht jetzt hier zum Beispiel entweder 2000 oder 1000. Ihr werdet folgendes machen. Ihr tut hier diesen Wert einfach anklicken und schreibt hier 3000 rein und habt 3 GB Grafikspeicher für euer Projekt, für die Engine. Dass der User, der da euer Spiel nachher spielen wird, auch 3 GB zum Beispiel zur Verfügung hätte. Ein kleiner Hinweis noch für alle Leute, die ja, ich sag mal, auch das Spiel veröffentlichen wollen und verkaufen wollen. Tut immer darauf achten, dieses Texture Streaming Pulse Oversights oder wie auch immer das jetzt heißt, kommt nur, wenn der Grafikspeicher überfordert ist. Das heißt, sogar wenn ihr jetzt hier 4 GB als Grafikspeicher hinschreibt, müsst ihr immer davon ausgehen, dass eure Kunden nachher nicht so einen guten PC haben werdet oder haben werden wie ihr. Und geht immer davon aus, dass immer, ich sag mal, der schlechteste Nutzer das Spiel immer noch spielen könnte. Natürlich kann man nicht mit einem Windows 2000er Spiel spielen, aber geht mal davon aus, dass jeder im Schnitt so eine 2 GB Grafikkarte hat und wenn euer Spiel jetzt aber 3 GB benötigt, hat er ein Problem. Ich gehe davon aus bei meinem Spiel, dass jeder 4 GB Grafikspeicher hat und deswegen hat mein Spiel eben auch 3000 MB, also 3 GB Grafikspeicher zur Verfügung. Ich denke, das ist ein ganz guter Wert. Achtet dennoch darauf, auch wenn ihr jetzt hier zum Beispiel 18 GB Grafikspeicher als dummes Beispiel eingeben würdet und ihr das auch habt mit eurer Hardware, geht immer davon aus oder tut es immer so machen, dass es am besten nicht vorkommt, weil auch wenn ihr jetzt 100 Millionen 4K, 8K Texturen einfügt, dann mag das zwar alles ultra geil aussehen, aber es ist unnötig und letztendlich, ganz im Ernst, wozu?
zum Beispiel einen Stuhl, ich habe einen Stuhl oder eine Maus, eine ganz kleine PC-Maus, die ich mein Spiel einfüge mit einer 8K-Textur oder mit einer 4K-Textur. Wozu? Für so eine kleine Maus würde locker eine 512 bis 1K-Textur reichen. Das würde voll locker reichen. Und ihr müsst euch mal so überlegen, wenn ich eine 1K-Textur habe, dann hat das eine Größe von 2 bis 3 MB. Wenn ich jetzt beispielsweise eine 4K-Textur habe, sind wir schon bei ca. 10 MB. Wenn ihr aber jetzt zum Beispiel, bei 2K, wenn ich jetzt eine 4K oder gar eine 8K-Textur einfüge, dann sind wir bei 80 bis 100 MB. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ihr mal mehrere hundert Objekte in eurer Szene habt und dann könnt ihr das mal rechnen, dann ist das ein, ich sag mal, Ressourcenverbrauch für euer Projekt, der einfach übelst unnötig ist. Naja, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und auch gerne ein Abo. Wenn ihr neu dabei hier seid, dann auch herzlich willkommen. Und wir sehen uns dann im nächsten Tutorial, Let's Play oder Livestream immer sonntags um 20 Uhr. Und ja, wenn ihr Ideen, Vorschläge oder Probleme habt, alles unten in die Kommentare reinschreiben und aktiviert immer schon die Glocke, um immer auf dem aktuellsten, neuesten Stand zu bleiben. Ihr kennt das ganze Prozedere. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal bei der Sky. Ciao, ciao.